Hallo liebe Kinder, reden wir heute mal über eine unschöne Sache. Kanäle, die sterben. Mein Kanal, der stirbt. Oh shit, MOP. Warum läuft dein Kanal so scheiße? Weil er tot ist. Er ist tot, Günther. Er ist tot, okay? Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn du ihn gefakst mit dem Respekt behandeln würdest, der ihm zusteht. Er ist tot. Schon wieder. Nicht zum ersten Mal. Es passiert des Öfteren. Und genau so sein ungefähr jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Oh Mann, frohe Weihnachten. Und inzwischen ist es sogar so weit gekommen, dass ich das Ganze nicht mehr beängstigend oder bedenklich finde, sondern dass es mich eher nur noch nervt. Und Mann, geh mir voll auf den Sack. Was ist da los? Ausgezeichnete Frage. Wie ihr natürlich wisst, hat jeder Kanal seine Höhen und Tiefen. Oder generell jede Internet. Seite und irgendwas. Alles hat Höhen und Tiefen. Man hat immer verschieden viele Zuschauer und auch einen verschieden hohen Zuwachs an Abonnenten oder Abgang davon, wie es aktuell der Fall ist, da es einen wundervollen Bug gibt. Ernsthaft, es gibt aktuell einen Bug, der dafür sorgt, dass Leute von YouTube-Kanälen deabonniert werden, wenn der Kanal ein Video hochlädt, also behaltet im Auge, ob eure Lieblingskanäle, ob ihr die noch abonniert habt. Bei mir war einer weg, aber das Video war trotzdem meine Abo-Box. Also dachte ich mir, was sollte die Scheiße, der Abo-Button war rot. Wie auch immer, wo bin ich stehen geblieben? Kanäle haben alle ihre Höhen und Tiefen. Verschieden viele Aufrufe, verschieden viele Abonnenten, die dazukommen und eigentlich nur verschieden viele Aufrufe, weil der Rest interessiert keinen Arsch. Das ist einfach ein Fakt, der Rest gibt nämlich kein Geld. Deswegen sind die Aufrufe natürlich interessant. Und weil sie ein guter Indikator dafür sind, wie viele Leute das Video auch tatsächlich gesehen haben. Und man macht die Videos ja irgendwie, damit es viele Leute sehen. Also sind Aufrufe schon der Aspekt, nach dem man sich richten möchte. Unter Umständen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber diesen Sommer hat sich für meinen Kanal ein fantastisches Wunder von Kartenwundern ergeben. Und zwar hat es damit angefangen, dass der gute Water Wizard LP HD XD... Der hat auf jeden Fall angefangen, das Pokémon Trading Card Game online zu spielen. Da dachte ich mir einen Tag später, Alter, das ist ziemlich cool, das will ich auch machen. Weil ich kannte schon davor, ich bin eigentlich der echte Spieler davon. Wie auch immer, habe ich das gemacht und das kam fucking gut an. Da habe ich ein paar Yu-Gi-Oh! Videos gemacht und das ist ein Yu-Gi-Oh! Spiel. Da habe ich die Openings gemacht. Das kam alles so unglaublich gut an. Wir waren bei, ich habe keine Ahnung, es war wirklich ziemlich absurd, wenn ich mal so zurückblicke. Ich glaube, wir waren bei 30.000 bis 50.000 Aufrufen pro Video da immer und alles ziemlich enorm. Natürlich kommt es dann aber zu dem Punkt, den man sich nicht wünscht, nämlich der, wo alles weniger wird. Denn tatsächlich, ich weiß, da würde ich jetzt viel überraschen, aber tatsächlich kann man Leute nicht ihr Leben lang damit begeistern, dass man mit Karten spielt. Was? Ich weiß. Es ist komplett unerwartet. Dementsprechend wurde alles weniger und ich habe auch weniger Kartvideos gemacht, weil es mich selber irgendwann schon ein bisschen genervt hat. Dann habe ich damit wieder angefangen, es hat keinen Arsch mehr interessiert. Das ist relativ unschön, denn das war meine Trumpfkarte. Die Sache, wo ich mich die letzten paar Monate drauf fokussiert habe und alles andere, was ich gemacht habe, hat immer so einen Fadenbeigeschmack von hinterlassen. Versteht ihr? Und das ist der Punkt, wo wir jetzt sind, wo alles nur ein ist und relativ kacke läuft. Und das macht den MOP ganz schön traurig. Warum liebt ihr mich nicht? Wie traurig ist das denn? Passiert das öfter? Lustigerweise, das ist der Grund, warum ich ein Video drüber mache, statt es einfach unter den Teppich zu kehren und versuchen, in den Griff zu bekommen. Tatsächlich ja. Tatsächlich ja, sagt Wollo auch, so zumindest als er noch wirklich Videos gemacht hat. Er sagt, dass wem das auch immer wieder gab. Es gibt immer diese Phasen, wo alles gut läuft. Die gehen dann für ein bisschen und dann kommt die Phase, wo alles scheiße wird. Wenn alles scheiße wird, dann dauert es immer so lang, bis wieder alles gut wird, weil man sich irgendwas Neues überlegen muss und es ist so nervig. Warum können Leute nicht einfach mal eine Scheiße schauen? Ich soll ja Minecraft-Let's Plays oder so machen, wo ich dann bei ein paar tausend Leute sagen, oh, das finde ich unterhaltsam, aber ich trinke auch gerne Wandfarbe. Alpina, weiß, köstlich. Du bist auf jeden Fall, was wollte ich damit ausdrücken? Ich hab's vergessen. Ich glaube, es ist ein tief in mir verwurzeltes Verlangen, danach Farbe zu trinken. Auf jeden Fall ein Konzept, das sich immer wieder wiederholt. Es geht voll auf den Sack, weil, der Kanal läuft zu scheiße und ich muss irgendwas dagegen machen. Ich meine,
10.000 Aufrufe bei den Videos, das ist, das gefällt mir nicht. Da müssen wir ein bisschen höher gehen. Deswegen verlange ich von euch natürlich, dass ihr, ich habe keine Ahnung, irgendwas macht. Im Endeffekt ist es wie immer, wenn dein Kanal scheiße läuft, es hat immer einen gewissen Grund. Nämlich den Grund, dass der Typ, der die Videos macht, fucking langweilig geworden ist. Also muss ich wieder irgendwie unterhaltsam werden. Oh, ich kann das doch nicht. Und dafür sollte ich mir neue Dinge überlegen. Falls ihr euch noch erinnert, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, war es im Sommer das ganze Kartenzeug, welches fantastisch funktioniert hat. Davor waren es irgendwann mal die Flash Games, dann war es davor irgendwann mal Mario Maker mit dem Level bauen und sowas. Sind alles kleine Konzepte, die durchaus funktionieren. Dann gibt es natürlich auch immer wieder kleine andere Konzepte, die absolut nicht funktionieren, welche eigentlich die Rolle des... Das ist der Scheiß, den die Leute sehen wollen, einnehmen sollen. Ein Teil davon ist zum Beispiel die geile Spielerunde mit dem Spiele nachkommentieren Zeugs, was einfach mal so unglaublich nicht wirklich jemand interessiert, kann das sein. Das ist übrigens eine Sache, die mich wirklich überrascht hat. Ich dachte, es wird relativ gut ankommen, dass Leute das mögen würden, würden sagen, oh, das ist ein bisschen wie Experte oder so, das finde ich gut, bin ich ein Fan. Und tatsächlich ist es so, dass Leute sagen, das ist okay, das ist okay. Dementsprechend, eventuell sollten wir da keine allzu große Zukunft erwarten, weil ist relativ viel Arbeit und eigentlich will es niemand wirklich sehen. Ich glaube, kaum jemand will es vermissen, wenn es einfach weg wäre. Das ist ein bisschen schade, aber das ist okay, das gehört dazu. So war es auch mit den komischen Tagebuchzeugs, was ich auch mal auf dem Kanal versucht habe und generell mit vielen Dingen. Ah, unschöne Sache, aber da muss man mitleben. Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen, ist, oh shit, MOPG, man. Was ist der Plan, was willst du denn sonst machen? Ich glaube, das habe ich jetzt schon 80 Mal gesagt. Okay, der Plan ist, dass ich eigentlich jetzt mehr von diesen Commentary-Zeugs, wie ich es jetzt gerade mache, auf dem Kanal hier bringen werde. Eigentlich wollte ich davon nämlich insgesamt auch ein bisschen mehr bringen, nur wollte ich es auf Emoji machen. Was ich auch gemacht habe, hat das sogar relativ gut funktioniert. Nur ist die Sache, dass ich es dann irgendwie doch nicht wirklich auf Emoji bringen will, weil ich immer das Gefühl habe, dass da das Ganze ein bisschen verschwendet ist quasi. Nicht verschwendet, sondern dass der Kanal da zugemüllt wird und der ist mir immer nicht so zu 100% wohl dabei. Hier auf MOP dagegen schon, ist mir egal. Ja, die Scheiße raushauen. Und natürlich wird der geneigte Zuschauer jetzt sagen, oh Mann, MOP, inwiefern unterscheidet sich das denn überhaupt von der Moggy-Runde? In sehr vielen Hinsichten. Nummer 1, Moggy-Runde war, da habe ich immer über irgendwelche Gaming-News geredet. Und da wollte ich das Video immer auf 10 Minuten bringen, was einfach mal die bescheuerste Idee überhaupt war, weil... Verdammte Scheiße, die meisten Dinge hatte ich nicht mal irgendwas zu sagen und ich hatte nicht mal Stichpunkte gemacht oder so. Ja, zum Beispiel mache ich mir immer Stichpunkte dafür und das hilft ganz ungemein weiter, um eine gewisse Struktur im Video zu behalten, damit man die Punkte, die man rüberbringen möchte, auch rüberbringt und das war es eigentlich, damit man die Punkte, die man rüberbringen möchte, auch rüberbringt. Das war bei der Moggy-Runde überhaupt nicht der Fall und wie gesagt, es war auch nur Gaming-News-Zeug und da habe ich ja sowas von keine Lust drauf. Meine Güte, es gibt glaube ich kaum Dinge, die mir mehr egal sind als das hier. Was wir aber machen können, ist einfach, als ich überlegt habe, FAQ-Zeug wollte ich machen, allerdings, ich habe auf Twitter gesagt, hey, stell mir Fragen und es ist relativ scheiße ausgegangen, also vielleicht werden wir das nicht machen. Was haben wir sonst noch für Pläne? Was eigentlich eine Sache ist, auf die ich tatsächlich Lust hätte, das hat zwar damit nicht wirklich was zu tun, aber vielleicht kleine Mini-Tutorial-Sachen, keine Ahnung, wie man Videos macht oder so, finde ich eigentlich relativ spannend. Oder wenn ich zum Beispiel zeige, was ich bei irgendwelchen Emoji-Videos zuletzt, was ich gemacht habe oder was ich gelernt habe und wie ihr das zu Hause nachmachen könnt, liebe Kinder. Klingt das nicht fantastisch? Für mich klingt das ziemlich fantastisch. Ey, ich mag es, wenn Leute sowas machen, also darüber denke ich nach. Und ansonsten, ja, einfach über irgendeine Scheiße reden. Ich glaube, ich hatte mir da sogar irgendwelche Themen überlegt, aber ich habe alle wieder vergessen. Wir werden schon was finden. Genau, was ich drüber nachdenke, ist auch so Dinge zu machen, wie zum Beispiel bei Emoji, was viele nicht wissen, dieses 3 absurd umständliche Secrets Video, das war zum Beispiel auch ein Commentary. Auf jeden Fall war das ein Commentary und dementsprechend würde ich auch ganz gerne in der Richtung mehr machen. Irgendwelche dummen Toplisten oder so eine Scheiße, kann ich in der Form auch machen. Sollte eigentlich relativ machbar sein. Und darauf hätte ich ja ehrlich gesagt auch relativ viel Lust. Und ja, das ist eigentlich der Plan, welcher soweit, denke ich, relativ gut umzusetzen sein sollte. Denn, das ist die wundervolle Sache hier, weswegen mich das Ganze nicht wirklich beunruhigt. Ihr müsst wissen, ich weiß, ich mache viele Witze darüber, aber wenn man YouTube-Videos macht und dafür ein Stück weit finanziell abhängig ist,
dann ist es eine sehr unschöne Sache, wenn auf einmal alles scheiße läuft, man sich denkt, ah, das ist ziemlich kacke. Wobei es in meinem Fall jetzt auch nicht alles komplett scheiße ist, weil ich wieder mehr Arbeit in MOG stecke und das ein gutes Stück besser läuft, was alles wieder ausgleicht. Aber trotzdem ist nicht schön, wenn der MOP nicht gut läuft. Hey, ich mache viele Witze drüber. Es ist wirklich eine Sache, die einen sehr, sehr beunruhigt, weil man auch oftmals wirklich nicht weiß, was man dann als nächstes machen soll. Und deswegen, ich denke mal, der Schritt, den ich geplant habe, sollte relativ sinnvoll sein und relativ gut, und es sollten vielleicht halbwegs interessante Videos für die Leute bei rauskommen. Deswegen mache ich mir nicht allzu viele Sorgen, da ich weiß, dass Leute mich nicht vergessen haben. Das ist, denke ich, auch der Vorteil davon, wenn man noch an seinem Zweitkanal arbeitet, wo die Videos etwas populärer sind. Man wird nicht zwangsweise so schnell vergessen. Das ist irgendwie so, so kann man sich auf YouTube irgendwie über Wasser halten. Versuch einfach nicht vergessen zu werden. Das ist, glaube ich, der Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben sollte. Und mach keine arschlangweiligen Videos. Darüber habe ich sogar ein Video gemacht. Dann habe ich selber arschlangweilige Videos gemacht und keiner hat sie geschaut. Ich dachte mir, wie konnte das nur passieren? Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall hier. Ich blicke optimistisch in die Zukunft. Und falls ihr euch wundert, das andere Let's Play, was ich habe, Shantae, will ich eigentlich noch zu Ende bringen? Sollte ich eigentlich wirklich machen. Aber jetzt aktuell ist Pokémon Sonne und Pokémon Sonne kam spontan rein, das heißt, das werden wir machen. Pokémon Heart Gold ist auch nicht vergessen. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, habe ich schon mal gesagt, aber das werden wir nicht weitermachen, weil mir das Spiel unglaublich auf den Sack geht. Mit den neuen Decks, die man hat, und man spielt eine Serie nach, die ich sowieso nicht kenne, also inzwischen. Deswegen, was soll das? Legacy of the Duelist geht nicht weiter und ich habe sonst noch was. Keine Ahnung, da geht mir nicht auf den Sack damit jedes Mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Eine gute Nacht.